hier die Batterie, hier der Ladeluftschlauch und hier runter, darunter, also hinter der Vakuumpumpe oder auch Unterdruckpumpe genannt, genau darunter, dahinter, da befindet sich das Thermostat, das wir wechseln möchten oder müssen. Das hier ist das neue Thermostat, das werden wir dann gleich einbauen. Also wir trennen zunächst die Batterie. So. Das ist gelöst. Ab, ab. So. Als nächstes lösen wir die Fixierung der Batterie, indem wir die 13er Schraube mit einer Verlängerung und einer Ratsche lösen und ausdrehen. So, jetzt können wir die Batterie rausziehen. Die Batterie ist draußen. Wir werden jetzt auch den Träger, den Kunststoffträger hier entfernen, indem wir die Schrauben hier lösen. Und hier muss auch noch eine Schraube sein. Ja, da ist sie. Die Schrauben entfernen wir und nehmen so, das raus. Was noch wichtig ist, ihr müsst das Steuergerät für die Glühkerzen hier einfach nach oben abziehen und dann einfach hier so vorerst liegen lassen, das ausbauen und dann ja, ist der Rest dann sich selbst erklärend. Noch eine Anmerkung, hier sitzt das Vorglührelais und hier sitzt noch ein Stecker, der muss einfach nur nach oben herabgezogen werden. Ich muss jetzt mit der einen Hand die Kamera halten, aber das sitzt einfach hier nur hier drauf. Also ihr seht vielleicht hier so quasi eine Art, ein Schlitz, ähnlich wie eine Schiene und das steckt einfach drauf, ihr müsst es nur nach oben rausziehen. Jetzt nehmen wir den Ladeluftschlauch ab mit einer 7er Nuss. Mann, ist das fest. Fest und angerostet ist die Schelle. Okay. So, die ist jetzt angelöst. So, so. Die beiden Schellen sind lose. Jetzt können wir den Schlauch abziehen. Eins. Wir schauen uns den Schlauch an. Ja, ein bisschen Öl hat er. Okay. Müssen wir beobachten. Aber das ist nicht das Thema dieses Videos. So, ich zeige euch das Thermostat im eingebauten Zustand. Also hier könnt ihr sehen, das ist das Thermostat. Hier ist ein Kühlmitteltemperatursensor, das in ihm drin steckt. Und diverse Kühlschläuche, die mit ihm verbunden sind, die beleuchtet es nicht so besonders. Also wie ihr seht, sind einige Kühlschläuche und das Thermostat regelt und steuert alles, damit der Motor eine Betriebstemperatur hat. Wie gesagt, ausbauen werden wir ihn gleich, aber zunächst müssen wir das Wasser ablassen und befestigt ist er mit zwei Schrauben. Eine ist hier hinten und eine ist hier unten. Kann man schlecht sehen, ich kann es auch schlecht filmen, weil die Kamera passt hier nicht rein, um das alles aufzunehmen. Und hier ist noch eine Fixierung einer Mutter, die lösen wir einfach. Machen wir weiter. Als nächstes lassen wir das Kühlwasser ab. Dazu habe ich den Deckel schon gelöst vom Ausgleichsbehälter. Hintergrund ist der, wenn der Deckel hier drauf ist, dann entsteht ein Unterdruck beim Herablassen und das Wasser fließt langsam und ja, nicht so schnell ab. Wenn das hier offen ist, entsteht kein Unterdruck und das Wasser fließt schneller herab. Okay, wir sind jetzt unterm Auto angekommen. Ihr seht hier den Wasserkühler. Also dieser große Block hier sozusagen ist der Wasserkühler. Hier habt ihr einen Abflusshahn, also das ist eine Schraube, die könnt ihr, oder einen Stift, den könnt ihr drehen. Und hier kommt das Wasser raus.
aus diesem Plastikröhrchen. Und wir machen es jetzt folgendermaßen. Wir könnten das hier öffnen, dann würde das Wasser hier ausströmen und hier würde es im Träger entlang fließen, weiter runter. Und ist nicht so ideal, dafür bräuchte eine sehr große Wanne, Auffangwanne. Wir machen das so, wir ziehen jetzt auf diesen Nippel hier, auf diesen Kunststoff, auf das Kunststoffröhrchen, ziehen wir jetzt einen Schlauch drüber, öffnen das Ganze und den Schlauch führen wir in die Auffangwanne und lassen quasi das Kühlwasser in die Auffangwanne ablaufen. So, ein Schlauch. Der Schlauch hat, glaube ich, 18 mm Innendurchmesser. Na komm, geh drauf. Ja, sieht gut aus. So, das ist auf. Gut. Okay. Das sollte jetzt per Hand gehen. So, wir sind zurück an der Oberfläche. Also hier sehen wir das Thermostat. Jetzt lösen wir mal den Stecker hier, indem wir die gelbe Sicherung nach oben rausziehen. So, die ist oben raus. Den Stecker haben wir vorbereitet. Okay. Ziehen wir uns den Zehner, lösen die Halterung hier. Okay, die Mutter haben wir, legen wir ab für später, machen wir das Thermostat soweit lose. 13er Nuss und wir beginnen mit der Schraube hier unten. Ja. Das ist fest. Opa. So. Okay. So. Die anderen haben wir angelöst. Das ist die nächste. Sehe ich nicht. Muss man auch ertasten. Das müsste sie sein. So. Die war leichter. Okay. So. Die eine Schraube ist raus. Jetzt die untere. Die untere ist auch raus. An sich bleibt nur noch das Abziehen übrig. Hops, ein bisschen Kühlwasser ist doch ausgelaufen. Naja, passiert. Jetzt habe ich ihn gelöst und es ist dennoch etwas Kühlwasser ausgelaufen. Ich habe jetzt die Auffangwanne wieder drunter geschoben unter den Motorblock. Das heißt, wenn wir es jetzt wieder rausziehen. Naja, so viel kam jetzt nicht raus, aber ein bisschen steht das Wasser dennoch ab. Ihr bekommt das Kühlwasser sowieso nie komplett raus aus dem gesamten System. Ein Teil wird immer drin verbleiben, im Motorblock, in den Schläuchen, im Wärmetauscher. So, jetzt nehmen wir uns ein Stück, ein Schuss Silikonspray. Die Schläuche sind schon ziemlich angebacken über die Jahre. Wollen sich nicht so richtig lösen lassen. Aber halb so wild. Die kriegen wir auch noch ab. Also, zum Lösen dieses Steckers einfach mit dem Schraubenzieher hier seitlich ran und dann hier raus. Das Gelbe raus. Die gelbe Markierung. Und dann habe ich das jetzt so gemacht, ich bin jetzt mit dem Schraubenzieher, jetzt wo das Gelbe raus war, mit dem Schraubenzieher hier ran, seitlich, und habe das schwarze Element hier hochgedrückt, also dieses schwarze, und dabei den ganzen Stecker gezogen, weil hier ist eine Nase, hier ist die Nase,
Und dieses schwarze Bauteil sitzt über der Nase, deswegen ist es wichtig, den anzuheben. So, leider ist der Akku leer gelaufen, deswegen konntet ihr ihn jetzt nicht sehen, wie wir diese Schelle hier gelöst haben. Das ist an sich diese Schelle hier. Und es ist so, dass ihr an sich ein Spezialwerkzeug braucht, also eine spezielle Zange. Wir haben das jetzt so gemacht, wir haben einen Schraubenzieher genommen und ihr müsst darauf achten, ihr braucht eine richtige Größe vom Schraubenzieher, dass ihr hier reinkommt und das einfach aufheben könnt. Aufheben, zack, und ist offen. Und das ist eine wiederverwendbare Schelle. Zum Zumachen werden wir das jetzt so machen, wir nehmen wieder unsere Zange. Den Schraubenzieher braucht man nicht. Und wir nehmen jetzt einfach eine Niete. Die legen wir uns dann hier an. So, nehmen unsere Zange, also da ist die Niete, die Zange nehmen wir uns, setzen die Zange an. Okay, so. So, setzen wir uns die Zange hier an und werden den Schlauch einfach so befestigen, dass wir das nur noch zusammenziehen. Klapp, jetzt ist drüben. Und das war's auch schon. Dann holen wir uns die Niete raus und fertig. Also ihr müsst nicht unbedingt eine Spezialzange kaufen, ihr könnt euch quasi so behelfen. Dann könnt ihr diese Schelle wiederverwenden. So, der alte Thermostat ist jetzt draußen. Ja, der hat es jetzt hinter sich. Jetzt kommt das neue rein. Und dann sollte es passen. So, ich habe euch mal aus dem Stativ genommen. Also hier war der Ladeluftschlauch, der zur Ansaugbrücke führt. Hier ist die Vakuumpumpe. Und hier war das Thermostat drin. Hier saß es. Ihr könnt das hier, denke ich, erkennen. Hier gibt es noch solche Schleifspuren oder Abdrücke noch von der alten Dichtung. Und ganz feine kleine Riefen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir schnappen uns ein sehr, sehr feines Schleifpapier. Das ist eine 1200er Körnung. Ja, 1200er Körnung, also sehr fein. Nehmen uns ein bisschen Feuchtigkeit aus dem Motorblock auf das Schleifpapier. Feuchten das ganz schön an. Und dann werde ich hier außen die Auflagefläche hier mit dem Schleifpapier ganz fein anschleifen und sauber machen. Wie bereits erklärt, jetzt feuchte ich hier das Ganze an und ich drücke nicht stark, sondern ganz fein. Machen wir ein bisschen zu groß. Nehmen wir ein kleineres Stückchen. Machen wir das Ganze, ist die Auflagefläche sauber. Jetzt sehen wir uns das neue Thermostat. Wie wir sehen, ich halte es mal hier runter, hier ist die Beleuchtung besser. Hier ist eine neue Dichtung. Ganz wichtig, nehmt euch ein bisschen Kühlwasser, feuchtet das Ganze hier an. Und bevor wir das Thermostat ansetzen, werden wir jetzt diese Schläuche hier erst wieder draufziehen. Wir beginnen mit diesem Schlauch, dann mit dem, dann den und dann setzen wir das Thermostat erst dran. Bevor wir das machen, nehme ich mir jetzt ein Stück Kupferpaste und tue die Schrauben vom Thermostat mit Kupferpaste anschmieren. Das sind die Schrauben vom Thermostat und ich nehme mir jetzt einfach ein bisschen Kupferpaste hier raus und verteile die auf das Gewinde. Das ist kein Muss, wie gesagt, die sind auch vom Werk aus ohne, aber ich tue sehr häufig Kupferpaste auf Schraubverbindung verwenden, weil ich das Teil nach, keine Ahnung, 8 Jahren wieder lösen muss. Da habe ich dann das große Glück, dass diese Schrauben nicht angerostet sind und sich lösen lassen. Das lassen wir jetzt so, die benutze ich später beim Einschrauben des Thermostates. Jetzt schnappen wir uns die Schelle von vorhin. Machen diese Schelle wieder auf. Zack, offen. Nehmen uns den Schlauch vor. Führen die Schelle auf das Schlauch. Sehr hartnäckig das Ganze hier.
Also ich nehme jetzt mal einen Schuss Silikonspray und drücke, damit es ein bisschen besser gleitet. So. So, Leila, jetzt ist er drauf. Super. Okay. Bringen das Thermostat in Position. Stecken es. Schieben den Schlauch drauf. So, ist drauf. Jetzt haben wir den Schlauch drauf. Jetzt müssen wir die Schelle hier anziehen. Und das machen wir, indem wir improvisieren, weil wir keine Zange dafür haben. Also gönnen wir uns jetzt den Spaß. Die setzen wir hier an. Okay. Ich hoffe, ich komme jetzt ran mit der Zange. Okay. Kinder spielen draußen und wir spielen am Auto. Okay, und jetzt, Achtung. Zack, ist drauf. Zange los, das los. Perfekt. Die Schelle sitzt wieder und passt. Also wie gesagt, hier ist quasi mit dieser Zange, mit der und einer Niete. Ihr könnt auch einen kleinen Bohrer nehmen oder einen kleinen Nagel. Der eine Schlauch ist da. Jetzt muss man den nur einstecken. So, ist drauf. Okay. Okay, hier fehlt noch ein Schlauch. Der ist hier oben. Den habe ich hier oben gerade verschoben. So, der kommt da drauf. Na komm. So. Ist drauf. Drauf, drauf, drauf. Was fehlt uns noch? Der große Schlauch. Der Stecker. Der elektrische. Der Kontaktstecker. Den kriegt man auch noch drauf. Jetzt mache ich die Schellen hier noch drauf. Und dann den elektrischen Stecker. Dann diesen Wasserschlauch hier drauf. Und anschrauben. Und das war's in sich. Alles gut, das Thermostat sitzt jetzt. Jetzt sehen wir uns die Schrauben und führen diese ein und befestigen den ganzen Spaß. Dann machen wir jetzt die untere. So, die ist locker drin. Jetzt nehmen wir uns die obere vor. Okay, sieht gut aus. So, Ratsche. So. Ja, sollte passen. Okay, wir erinnern uns an dieses Element, das Röhrchen, was wir hier verbogen haben. Das biegen wir jetzt ein bisschen zurück. So. So sieht schon besser aus. Wie original. Darf man nicht so häufig machen, weil sonst würde es hier reißen. Wir schnappen uns die Mutter, die hier drauf kommt, und schmieren das Ganze hier mit Kupferpaste mal an, damit es das nächste Mal nicht so verrostet ist. Jetzt nehmen wir uns die Mutter, setzen sie an und ziehen sie etwas handfest an. Jetzt nehmen wir uns eine Zehnernuss
und ziehe noch das an. Sieht gut aus. Doch bevor wir das machen, setzen wir noch hier unten die Leitung für den AGR-Kühler wieder intakt. Also hier diesen Schlauch. Diesen Schlauch ziehen wir jetzt wieder hier drauf. Einfach anziehen und draufziehen. So, das ist erledigt. Schnappen wir uns noch die Zange. Gut, das passt. Also das haben wir wieder intakt gesetzt. Das hier kommt wieder hier drauf. Jetzt ziehen wir auch dieses, die Mutter hier an. Nicht zu stark. Das ist wie gesagt nur zur Fixierung. Und so viel Kraft verträgt es jetzt auch nicht. Also nicht zu stark anziehen. So, der Thermostat ist gewechselt. Das war es auch schon. Wie ihr seht, ist es nichts weiter wegen. Das ist ein bisschen gefummelt, weil die Konstruktion hier, naja, sagen wir es mal so, nicht ideal gelöst ist. Aber so sind halt die modernen Autos, die werden immer mehr verbaut. Wie ihr seht, das ist locker selbst zu machen. Ersatzteile oder Werkzeuge etc. verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Braucht ihr nicht lange suchen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über Kommentare oder Likes würde ich mich natürlich freuen. Am besten noch ein Abo dalassen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, die auf diesem YouTube-Kanal noch erscheinen werden. Und keine Sorge, ein Abonnement auf YouTube kostet nichts, es ist also umsonst. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.